Sie wollten ihn eindeutig weiterverkaufen. Das habe ich gleich gesehen. So was siehst du gleich, ja? Oh, hey, Jin, nicht das Fenster. Du hast diesen Leuten Geld gegeben, anfassen, damit sie Eltern ja? spielen. Du kennst dich aber gut mit Fruchtbarkeitsbehandlungen aus. So viel Schaum. Im letzten Jahr ist uns schon mal sowas passiert. St. Jan wäre fast drauf reingefallen. Nehmen die Fehler weg. Man muss genau beobachten. Wahrscheinlich wäre Wu Song jetzt schon auf dem Weg ins Ausland, wenn wir nicht aufgepasst hätten. Hey, hey! Mach das Fenster zu, du Idiot! Warum hältst du nur auf einmal hier an? Ich muss so nötig. Ich pinkel mir gleich in die Hose. Ich hab's ja gesagt. Ich hab kein gutes Gefühl. Du hast's gehört. Und da hast du das hier gefühlt, ja? Das Auto hat so gewackelt, da habe ich mir fast eingepullert. Es ist ein Schrottauto. Sagt der Bengel, der da heimlich reingeklettert ist. Entschuldigung. Darf ich weiter bei euch mitfahren? Es geht nicht. Alle machen sich Sorgen. Ich geb dir Geld, dann kannst du mit dem Bus zurückfahren. Nö. Warum störst du unseren Familienausflug? Ihr seid doch gar keine Familie. Ihr wollt Wu Song verkaufen. Was hast du gehört? Alles. Betrachten Sie uns als eine Art Amor, der diesen Paaren ihr kostbares Kind zum Geschenk macht. Wir suchen neue Eltern für ihn. Er gibt euch das Recht, sowas zu tun. Und dir, du hast ihn weggeworfen. Er sollte nicht im Waisenhaus aufwachsen müssen, sondern in einer liebevollen Familie. Ihr seid Broker, weiter nichts. Und dann wollen wir losfahren. Frau Sonar, los, Abfahrt, Abfahrt! Ist er nicht süß? Auf dem Bild war er viel niedlicher. Habt ihr den Schuss nicht gehört, oder wie? Solchen Arschlöchern gebe ich mein Kind nicht. Die Kinder hier haben alle schon genug Ablehnung erfahren, oder? Kann ich vielleicht ein Sohn sein? Ich pickel mir gleich in die Hose. Ihr seid doch gar keine Familie. Sitze ich hier etwa mit lauter Lügnern im Auto? Mach das Fenster zu, du Idiot! Ich hab mir überlegt, wir könnten ihn auch selbst aufziehen. In meinem Leben, da habe ich auch nur Ablehnung erfahren. Ich wünschte, wir könnten so nochmal neu anfangen. Heute war so ein lustiger Tag. Ich finde, den sollten wir nicht vergessen, oder? Wenn ich alleine wäre, hätte ich ihm nicht helfen können. Warum auch? Du musst nicht alles allein machen.